Das war knapp. Das war knapp gewesen. Könnte sich jetzt ein bisschen in die Länge ziehen, Leute. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wer bist denn du? Du bist ja ein Süßer. Ja, du bist ja ein ganz Süßer. Okay, er läuft da hinten lang. Oh. Und jetzt sind wir wieder in dieser blöden Situation gerade, ne? Er steht da hinten an der Ecke. Jetzt kommt er. Okay, er läuft da hinten lang. Los, 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 los. Mach hinne! Mann, mach hinne! Oh, komm! Mann! Wo ist er jetzt hin? Egal, komm, ich nutze das Haus. Eins, sieben, null, zwei. Rein da, komm! Oh, ich verstecke mich erstmal kurz hier, weil ich ganz genau weiß, wenn du in einen neuen Bereich reingehst, kommt es direkt hinterher gepäst. Oder doch nicht? Nee, der kommt jetzt zu 100%. Ich habe gerade echt kurz überlegt, ob ich jetzt einfach losgehe, aber nee, das wäre eine ganz dumme Idee. Oder kommt wirklich nicht? Oh! Tür ist offen. Weiter. Weiter, immer weiter. Da ist er, okay, alles klar. Haben wir einen Spind? Hier ist kein Spind, scheiße. Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Wo bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich hier? Hilfe, hier will ich doch gar nicht hin. Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Na? Hier, spiel mit dem Mülleimer. Oh, oh Mann, er schreckt mich. Nicht so. Hier, Mülleimer. Das ist dein neuer bester Freund. Jetzt läuft er da lang. Okay, er läuft in die Richtung. Ich bin hier völlig falsch, Mann. Leer. Warum bist du immer leer? Hier bin ich richtig. Ah, okay, warte mal. Moin. Okay, 29, 21, 26. Okay, alles klar. 29, 21, 26. So sieht übrigens ein Spinn von innen aus, wen das interessiert, ne? Also recht normal gehalten, würde ich einfach mal behaupten. Oh, oh, geh da rein, komm, geh da rein! Oh, 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 oh. Alter, geht mir gerade die Düse, ey. Boah. Okay, er geht wieder weg. Geht's eigentlich noch lauter? Pff. Ruf doch gleich, ich bin hier. Ich glaube, ich bin falsch. Das ist ein Speicherpunkt! Oh, Gottes Willen! Gottes Willen, hier ist ein Speicherpunkt, Alter! Boah, Junge, durchatmen! Durchatmen, aber richtig! AstroTV anrufen und durchatmen, Leute! Oh, 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 oh. Das war knapp gewesen! Das war richtig knapp gewesen! Holla, die Waldfee, ey! Lass doch mal den am Stuhl in Ruhe, der hat ja nichts getan. Hier, komm, armer Stuhl, ich helfe dir. Ich helfe dir wieder auf. Ein Herz für Stühle. Schreibt doch mal alle in die Kommentare jetzt Hashtag ein Herz für Stühle, ja? So, jetzt geht er in die Richtung. Das Problem ist, da müssen wir jetzt eigentlich lang.
ist das viel ekelhaft. Ist das viel ekelhaft. Aber es macht einfach so Spaß, dieses Spiel wieder zu spielen. Das glaubt ihr gar nicht. Alter. Vor allem, es gibt hier noch, das Schöne ist, es gibt hier tatsächlich sogar noch ein paar DLCs, die ich tatsächlich noch nie gespielt habe, noch nie als Let's Play gesehen habe. Die würde ich echt unbedingt gerne nochmal spielen. Und zufälligerweise habe ich die sogar alle. Weil ich glaube, im PSN Store waren die mal alle kostenlos gewesen eine gewisse Zeit. Der muss da weg, der muss in die Richtung laufen. So, da tänzelt er wieder lang. Macht da seine Faxen wieder. Am besten wäre es echt, wenn er jetzt einfach mal in den Lüftungsschacht hüpfen würde. Hüpfen. Ich glaube, jetzt kommt er wieder, oder? Also wir könnten ihn jetzt auch ablenken. Das Problem ist einfach nur, die KI von dem Ding lernt einfach dazu. Was bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, einen Geräuschmacher irgendwo hinwerfen würde. Alien läuft dahin, ich laufe in die entgegengesetzte Richtung. Das merkt er sich. Wenn ich das beim nächsten Mal mache, dann läuft er direkt in meine Richtung. Das soll ja auch mit eins der intelligentesten künstlichen Intelligenzen sein, die entwickelt wurden. Und das merkt man. Das merkt man wirklich. Es hat ja auch keine Routen, die es irgendwie abläuft. Es läuft wirklich immer nach dem Zufallsprinzip hier immer lang. Oh, ich bin gerade voll aufgeregt. Man merkt es, glaube ich. Ich versabbel mich die ganze Zeit. Aber auch berechtigt. Du hast übrigens tolle Beine. Bist du Model? Was ist das schon wieder dahin, Mann? Man braucht Geduld in dem Spiel. Also, wir haben eine Rauchgranate. Was können wir uns dann bauen? Eine Rohrbombe? Wann haben wir denn... Alter, Rohrbombe. Hört sich nicht schlecht an. Wir können ja mal... Medikit können wir leider nicht... Ach nee, hier, Medikit wollte ich. Medikit einmal herstellen. Können wir ja mal machen für den Notfall. Und wir haben immer noch die Revolver, fällt mir gerade ein. Damit können wir bei dem Vieh aber leider nicht sehr viel anrichten. Oh, dieses Mistvieh, Alter. Das ist jetzt die ganze Zeit da hinten rumtänzeln muss. Wollen wir es sonst einfach mal riskieren? Lüftungsschacht! Das ist unser Zeichen. Lüftungsschacht ist unser Zeichen. Halalala. Also, das war 26, 21, 29 gewesen. Eins von den Zimmern muss es sein. Und hier haben wir auch schon 29. Ist er das? Ja! Oh, Alter, haben wir ein Glück. Haben wir Glück, Alter. Direkt das erste Zimmer erwischt. Was können wir hier machen? Ich will jetzt eigentlich nichts drücken, ne? Was ist das denn? Hä? Warte mal. Ach, das ist ein Klo. Ach, das ist ja auch witzig. Bringt's mal... Ja, da müsste ich jetzt eigentlich mal ganz kurz drauf. Meine Hose ist echt komplett braun. Die ist wirklich... da ist schon keine Hose mehr. Das ist einfach nur noch Kacke. Wovon ich umhüllt bin. Boah, erschreck mich doch nicht so, du blödes Ding, ey. Ist das eine Abkürzung? Was ist mit dem Schacht da hinten? Ich lasse den Computer jetzt mal, Entschuldigung. Das könnte eine Abkürzung sein. Eine riskante Abkürzung allerdings. Gut akzeptiert. Also dafür, dass wir auf Albtraum spielen, kommen wir hier aber gerade ziemlich gut durch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Fuck, wenn es jetzt hinter uns ist, dann sind wir gefickt, Alter. Er hat fick gesagt. Demonetarisierung, Demonetarisierung. Ich bin der YouTube-Bot. Demonetarisierung. Warum kommen wir so gut durch, Alter? Das ist ein neuer Rekord bei mir, ohne Scheiß. Speichern. Ich glaube, der Trick ist einfach, warten, bis es im Lüftungsschacht ist. Möglichst nicht auf dich aufmerksam machen. Ja, und wenn es im Lüftungsschacht ist, Gas geben. Sch,
Schnauze hinten! Verrätst du mich noch? Wir sind durch. Wir sind durch die Krankenstation. Das waren, glaube ich, nicht mal 20 Minuten. Da kann ich nichts machen. Okay. So. Alter, dieser dreckige Morley, ne? Verdammt, Coleman. Sie wussten, dass dieses Ding hier ist. Das ist unfair. Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode. 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Boah, dieses blöde Arschloch. Weißt du, nur weil der so einen Schiss hat und nicht mitgekommen ist, ey. Alter. Boah, ist das ein Arschloch. Ist das ein Arschloch, Alter. Weißt du, schau ich dann da einfach rein? Ja, guck mir nicht so blöd an, mach was. Ey, so, so unglaublich. Ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Mhm. Viel Glück dabei. Also, hab ich echt noch nie erlebt, sowas. Jetzt geh! Oha! Also ich will jetzt ja nicht gemein sein, ne? Aber verdient. Ich glaube, da ist jemand sauer. Ich glaube, da ist jemand ein bisschen böse. Oder hungrig, kann auch sein. Ey, nicht, dass jetzt hier irgendwie ausgepimmelt kommt. Aber der Fahrstuhl ist offen, ne? Okay, komm, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt, Alter. Raus hier, raus aus dieser blöden Krankenstation. Ich dachte, ich habe schon wieder Schritte gehört. Raus aus dieser Krankenstation, ey. Sind wir hier richtig? Ja, gut. Schlüsselkarte rein. So, komm. Und ab die Wurst. Ab die Wurst. Los. Boah. Das ist ein neuer Rekord, Leute. Ich weiß nicht, wie lange war die Zeit? Das habe ich echt noch... Also, ich weiß nur von damals, als ich das mal gespielt hatte, dass das sonst mega lange gedauert hat. Wirklich. Wir hatten jetzt am Anfang so ein paar kleine Hagler gehabt, ne? Ist ein bisschen schlecht angefangen, aber dann in eins durch. Ist Wahnsinn. Nicht schlecht. So. Kombinieren Sie verschiedene Geräte, um Hiwis sicher aus dem Weg zu räumen. So. Und jetzt können wir ja... Jetzt kommen wir, glaube ich, in einen anderen Bereich der Krankenstation, soweit ich das mitbekommen habe. Weil wir müssen ja immer noch für Taylor die Medikamente holen. Und hier ist ein Speicherpunkt, den nutze ich gleich mal. So, ich hoffe, das Aufnahmeprogramm macht auch so lange mit. Weil ich nehme jetzt hier schon, wie lange? 1,5 Stunden und ich bin immer noch fit wie ein Turnschuh. So, hier ist wieder nichts drin. Hier kommen wir nicht rein. Ah, guck mal hier. Und mal wieder nichts drin. Hier sind wieder ein paar Leichensäcke. Schon mal sehr vielversprechend. Was ist denn das? Elektroschocker. Ah. Wir haben Elektroschocker. Ja, cool. Geil. Können wir damit die Hiwis außer Gefecht setzen? Das ist ja geil. Okay. Und ich höre gerade, ne, Herr Pimmelkopf ist wieder in den Schächten unterwegs. So, ich muss mal sagen. Kühlsystem aktivieren. Kühlsystem aktivieren? Haben wir jetzt hier... Oh, diese Geräusche, ne? Oh, Junge, diese scheiß Türen, ne? Wenn die neben dir immer einfach so aufgehen. Kühlmittel? Okay, wir müssen erstmal das Kühlmittel aktivieren. Ich weiß gar nicht, was das Ganze jetzt überhaupt soll. Ladungspack. Gesperrt. Ah, hier fehlt so eine komische Batterie, ne? So eine Kühlbatterie. Ich verstehe. Okay, pass mal auf, ich gehe mal in den Schleichmodus. Sicher ist sicher. Ich habe keinen Bock, dass ich... Dass wir jetzt irgendwie auf mich aufmerksam machen. Mache. Mhm. Vor allen Dingen ist das hier so ein mega kleiner Bereich, glaube ich. Und da wäre es echt unvorteilhaft, wenn das Vieh jetzt die ganze Zeit hier rumläuft. Das ist doch die Batterie, oder? Oder dieser Behälter. Einsammeln. Oh, überall schon wieder Leichen. Alter, boah.
Okay, jetzt können wir die Kühlbatterie dort einlegen. So. Einmal Rinder. Und jetzt das Kühlsystem aktiviert. Ich geh mal, ganz ehrlich, komm, ich geh mal ganz kurz hier rein, ja? Sicher ist sicher. Pimmelkopf ist immer noch in den Lüftungsschächten. Und zwar direkt über uns. Okay, pass auf. Mit viel Glück bleibt er dort auch erstmal. Ja, dieses Turnschuh-Quietschen, wenn er da immer rumläuft. Als ob du irgendwie in der Turnhalle bist und Sport machst. Was sollen wir jetzt hier machen? Neuverkabelung. Sieksen, start Neuverkabelung. Schatzzugang, ach so. Samuels, was? Da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Viel Glück, Ripley. Beeilen Sie sich. Okay. Ich glaube, wir speichern noch mal ganz kurz, ja? Mein gesunder Menschenverstand sagt mir immer, speicher so oft du kannst. So. Habt ihr gehört, ne? Sieksen Krankenversicherung. Also wer noch eine sucht, immer ran da. So. Ab durch den Lüftungsschacht, einmal die Treppe hoch, Treppe vor allen Dingen, die Leiter. Warum ist eigentlich in einem Lüftungsschacht eine Leiter? Das würde ich ja auch mal gerne wissen. Das kommt mir noch ein bisschen dubios vor. Ups. Sind wir hier sicher? Pass auf. Plan. So leise wie möglich vorgehen und erst gar nicht das Vieh irgendwie geil auf uns machen. So, wir haben Schrott, wir haben Taschenlampe, Batterie und Komponente B. Oh, warte mal. Ganz kurz, ich habe mal kurz die Batterie ausgewechselt. Können wir nämlich die nächste gleich mitnehmen. Gut, 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 gut. Oh. Was? Was hat er gefaucht? Das Vieh ist doch im Lüftungsschacht. Oh. Ja, schlecht, ne? Also nach links rüber. Ich werde die Situation jetzt einfach mal nutzen, da das Vieh jetzt noch nicht weiß, dass wir hier sind. Einfach mal kurz umschauen. Oh, guck mal, jetzt ist schon jemand an dem Kasten vergriffen. Still, leise und heimlich. Was? Oh nee. Habt ihr gehört, ne? Synthetenkrankenpfleger sind hier tätig. Oh scheiße, nein. Muss das sein? Oh Mann, nein. Nein, 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 nein. So, und du, Kollege, hast du nichts für mich? Nee? Hm? Ich glaube, ihr wisst, warum ich jetzt hier hingehe, ne? Ich hätte direkt hingehen sollen. Kurz lauschen. Okay, Lüftungsschacht. Geht das nicht leiser? Mann! Ist das dein Ernst, Mann? Es hört sich an, als ob er im Lüftungsschacht, im Schließfach wäre. Ich bin weg. So ein Kack, Mann. Da willst du dich einmal umsehen und... Oh, Mann. Oh, das ist so blöd. Wir hätten direkt hingehen sollen. Wir hätten direkt hingehen sollen. Wir haben eh nichts gefunden. Oh, das ist so ein Scheiß manchmal. Im Albtraummodus darfst du dich eigentlich gar nicht umsehen, weil du eh kaum was findest. Das ist einfach die Sache.
Kacke, da ist er auch schon. Na, Kollege, wie geht's dir? Du blindes Etwas, du. Bitte weitergehen. Bitte weitergehen. Schön. Ja, ne? Kann man mal machen. Kann er nicht mal in seinen blöden Schacht wieder verschwinden? Ja, natürlich muss er jetzt auf der Seite sein, ey. Aber warum läuft er da jetzt rum? Ich bin echt kurz davor, ihn einfach mal abzulenken. Das gibt's doch echt nicht. Nicht zu viel das Radargerät benutzen. Da läuft er mit seinen kleinen schicken Schwänzchen. Und drin hier. Wir können ihn nicht speichern, ne? Scheiße. Schrott. Puh. Oh, hier sieht er mich, glaube ich, ne? Hä? Nee. Ja, natürlich kommt er rein. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ach, du kannst ja gar nicht gucken. Was sollen wir jetzt hier? An den Computer zugreifen, oder was? Gehe ich jetzt einfach mal von aus, ne? Okay, komm. Und da ist er wieder. Und da ist er wieder weg. So, komm, ran da, ran da, ran da, ran da. Was sollen wir hier machen? Nein. Zubehör. Was ist das? Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte... Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott, steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Okay, Leute, ihr habt es gerade gehört, ne? Ein Parasit, der was abgelegt haben sollte in einem menschlichen Körper. Und der, der die Alien-Filme kennt, der wird mit Sicherheit wissen, was das gewesen war. Also irgendwer muss dann ja das Ganze, quasi das Alien hier an Bord gebracht haben. Das könnte unsere Chance sein. Was war das denn gewesen? Was war das denn gewesen? Kann mir das mal jemand kurz erklären? Ja, schön. Ja. Da guckt er sich erstmal da durch den. Ja, gut, komm, wir reden einfach. Wir vergessen das einfach mal, ja? Das ist einfach meine Weise, Dinge zu erledigen, ja? Ihr versteht das nicht, weil ich bin meiner Zeit einfach so weit voraus, das könnt ihr einfach nicht verstehen. Das hat schon seinen Sinn und Zweck, nur eure Gehirne können sowas einfach noch nicht verstehen, deswegen versucht es erst gar nicht, ja? Also, habt ihr nicht gesehen.